Ja, ich bin Janine vom Eisfieber und wir sind ein Familienunternehmen, was seit 2005 besteht. Wir haben eine eigene Eisproduktion mit 3 bis 4 Angestellten, die halt für uns mit uns das Eis produzieren und dann halt das beste Eis aus Göttingen zu machen. Wir benutzen Colero jetzt seit einem Jahr, also wir sind jetzt damit in der zweiten Saison mit den Löffeln. Umgestiegen sind wir natürlich, um halt eine umweltfreundlichere Alternative dem Kunden anzubieten, weil es halt immer mehr gefragt ist und sie sind auch jetzt nicht mehr wegzudenken bei uns. Ja, die Colero-Löffel, die kommen sehr gut bei unseren Kunden an, also vor allem Kinder fahren voll auf die Löffel ab. Also die kommen wirklich schon und sagen noch nicht mal ihre Eissorte, sondern sagen direkt, ja, auf jeden Fall noch einen Schokolöffel dazu. Interessant ist halt auch zu beobachten, dass viele, die eine Waffel nehmen, obwohl sie eigentlich keinen Löffel brauchen, um das Eis dann zu verzehren, trotzdem einen Löffel dazu nehmen, um den halt einfach auszuprobieren und kennenzulernen. An den Löffeln gefällt mir besonders gut, dass sie vegan sind und natürlich, dass sie umweltfreundlich sind. Wir haben keinen Plastikmüll, also nichts, was wir irgendwie, ich sag jetzt mal, im Rundumkreis von unserer Eisdiele auf dem Boden finden oder so, weil viele Leute die dann doch nicht im Mülleimer schmeißen, sondern vielleicht dann doch einfach irgendwo hinwerfen. Das passiert halt dann nicht mehr bei der Alternative. Was ich nicht so gut finde, ist, dass der Eislöffel relativ hart ist. Also eigentlich ist es auch wiederum positiv, weil er hält halt lange im Eis. Also man kann das Eis auf jeden Fall in Ruhe und genüsslich damit komplett verzehren. Aber für den Verzehr danach ist der Löffel halt relativ hart. Das Eis ist bei uns 10 Cent teurer mit einem essbaren Löffel. Die Kunden sind definitiv bereit, diesen Aufpreis zu zahlen, weil sie einfach den Mehrwert schätzen, dass sie halt was für die Umwelt tun in dem Moment und nicht, nachdem sie ihr Eis innerhalb von 5 Minuten aufgegessen haben, dann halt unnötigen Plastikmüll produziert haben. Also ich würde sagen, dass sich das Image sozusagen von der Eisdiele noch ein bisschen mehr zum Positiven gedreht hat, dass wir halt wirklich auf eine umweltfreundliche Alternative Wert legen, dass wir halt auch insgesamt ja viel umweltfreundlicher schon geworden sind durch Umstellung von Eisbechern oder halt auch unseren Shakebechern und demnächst halt auch von unseren Strohhalmen. Da hatten wir halt noch ein bisschen was im Repertoire, das haben wir jetzt halt noch aufgehoben, weil es bringt ja auch nichts, sie jetzt einfach so wegzuschmeißen, aber auch da werden wir halt demnächst auf eine Alternative umsteigen.